Minus 13.123. Wow. Also hinkommen tue ich schon mal. Und hier hatte ich recht. Und der ist genau 1, 2, 3. Ja, 3 hoch. So, der nächste. So. Und dann haben wir so ein bisschen mit Weiß. Ja, das kriege ich hin. So. Eins, zwei, drei. Dann eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Eins, zwei, eins. Zack, zack, zack. Runter. Leitern. So. Diesmal habe ich auch Dreck. Da das gleiche. Ne. Ach stimmt, das geht ja eh nicht. So. So, und jetzt müssen wir da drauf und dann hochbauen und dann war's das. Ah, oh, ich glaube, den oberen habe ich zu niedrig gemacht. Jep, sieht ganz danach aus. Außerdem habe ich das Muster für oben vergessen. So, bis dorthin war richtig. Ah, da geht es ganz rum. Und dann kommt Grau und Weiß in den Ecken. Und dann kommt Weiß oben drüber. Okay, ab wo ist falsch? Der ist falsch. Der und der. So und so. Dann kommt ihr weg und ihr weg. Jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, kommt oben dann auch noch ein Pinker in der Mitte hin? Ja, ansonsten aber nur weiß. Und damit haben wir dann unser Schiff hier. Fackeln fehlen noch. So. Und jetzt heißt es Eisen holen. Drei Stück. Ah, da oben fangen wir an. Eignet sich auch prima für eine kleine Basis. Ja, scheint auch schön tief zu gehen.
So. Das Gescheiteste, was wir in so einer Situation machen können, schlafen gehen. So. Das machen wir einfach mal ein bisschen bunt hier rein. So. Für den Boden nehmen wir Holz. Ey, Junge. Nicht so nah auf meine Fersen rücken. So. Habe ich noch Holz? Ach, habe ich noch. Ich glaube, darunter war auch noch eine Lücke. So. Jetzt arbeite ich hier hinter mit Cobblestone. Ja, da kann man dann Kisten reinstellen. Ich meine, ich habe ihn angeguckt. Sind sie jetzt weg? Gott, aber zwei Stück davon hier am Rum... Och... Ist ja immer noch einer. Ach, kann der nicht verschwinden? So, da gehen wir auch noch einen weiter. Und da kommt dann auch schon die Rückwand rein. Muss ja nicht zu groß sein, muss ja nur für ein paar Kisten und ein bisschen Müll reichen. Hier ist allerdings ein Fehler drin. So. Ah, war schon schön ausgehöhlt. Also viel musste ich jetzt nicht mehr tun. Ja, jetzt fehlt mir wahrscheinlich ein bisschen Granit am Ende noch. Was natürlich nicht ganz so schön ist. Dieser blöde Enderman. Deshalb, ich muss ja aufpassen, wo ich hier hingucke beim Bauen. Wenn ich jetzt einfach frei in der Weltgeschichte rumgucke, dann habe ich den schneller auf der Backe, als ich bis 3 zählen kann. Aber der geht mir jetzt auf den Zeiger. So. Ein Problem gelöst.
Ach Quatsch. Da. So. Jetzt gucken wir erstmal vor der Tür, ob wir hier irgendwo ein bisschen was finden. Nee, hier sehe ich jetzt nichts, aber ich glaube, auf der anderen Seite habe ich was gesehen. Das Schöne ist, hier wird es nachts auch nicht so dunkel und wir haben einen schönen Orientierungspunkt durch die Lava, die ich allerdings so frei dann nicht fließen möchte lassen. Zumindest so ein bisschen eingezäunter. Dafür darfst du da runterfließen. So. Ah, nein, 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 da nicht. Da nicht. Weg. Hau ab. Scheiße. Wah! Ein Holzblock. Ja, das war bestimmt mal ein ganzer Baum. Ah, guck mal, da vorne finden wir doch schon was. Da oben ist auch noch Lava. Und hier fließt Wasser ganz tief runter. Ah, da haben wir einiges zu erkunden. Dieses ganze Ding ist ja sowas von durchlöchert. Jetzt brauche ich erstmal nur so viel, dass wir das Haus zu Ende bauen können. Na, was heißt Haus? Unser Lager dort. Richtiges Haus kann man das ja nicht nennen. Ein Zimmer. Eine Tür. So. Dann nehmen wir noch die Reihe hier von unten mit. So. Das sollte reichen. So. So, wir haben ein Schiff, wir haben ein Häuschen gleich. Was will man mehr? Ist doch schon mal ein guter Anfang. So. Na toll. So, jetzt von hinten noch. Damit wir ein bisschen besser hier raus können. Halten wir uns beim Schema fest. Das ist, denke ich, das Schönste, was wir hier machen können. Und genug Kabel haben wir auf jeden Fall. So. Dann machen wir hier noch eine Reihe weg. So. Hier kommen dann ein paar Treppen hin. Aber erstmal bauen wir jetzt mal ein paar Kisten auf.